Hallo an alle und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute ganz kurz zeigen, wie ihr die benötigte Software für den Kurs FOP installiert. Ganz kurz zu mir. Ich bin der Jonas, ich studiere Informatik an der TU Darmstadt und ich bin dieses Semester Tutor im Kurs FOP. Ich würde dann auch direkt beginnen. Ich habe euch heute eine frische Windows-Installation aufgesetzt, da ich davon ausgehe, dass der Großteil von euch Windows benutzt. Falls dem allerdings nicht so ist, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich sage auch ganz kurz was zu den Installationen auf den anderen Betriebssystemen. Dann beginnen wir. Was wir als allererstes benötigen, ist ein Java Development Kit. Dieses erhalten wir von Adopt OpenJDK. Und ich möchte noch ganz kurz anmerken, dass ihr alle Links, die ich hier verwende oder die ich hier benutze, dass ihr die auch auf eurem 0. Übungsblatt findet. Also ihr werdet auf jeden Fall ein Übungsblatt erhalten. Das sieht ungefähr so aus. Und da werden dann auch, da stehen dann auch die ganzen Installationshinweise drauf. Ihr findet dort alle Links. Und genau, also wenn ihr lieber eine schriftliche Installation bevorzugt, dann könnt ihr natürlich auch die 0. Übung verwenden. Also wir beginnen, indem wir auf Adopt OpenJDK gehen. Und als allererstes überprüfen wir, ob das Betriebssystem, das hier steht, auch das richtige ist. Zusätzlich müsst ihr noch gucken, ob hier die richtige JDK ausgewählt ist. Wir verwenden jetzt OpenJDK 8. Allerdings würde ich euch bitte bitten, auf eurem 0. Übungsblatt zu überprüfen, welche JDK-Version denn bei euch verwendet wird. Es kann nämlich sein, dass bei euch 11 oder 14 verwendet wird. Ja? Also bitte überprüft es vorher und wählt dann hier die richtige Version aus. So, wir arbeiten jetzt hier aber mit OpenJDK 8 und Hotspot. Da Windows 64-Bit unserem Betriebssystem entspricht, können wir hier jetzt auf Download drücken. Falls das jetzt allerdings nicht so ist, geht ihr hier bitte auf andere Plattformen. Falls ihr macOS habt, könnt ihr dann hier zum Beispiel hier oben den JDK-Installer runterladen. Falls ihr Linux habt, könnt ihr das natürlich wie gewohnt über die Paketverwaltung installieren. Ihr könnt auch hier die Linux-Sachen ein bisschen durchblättern. Und als dritte Möglichkeit steht auf dem 0. Übungsblatt noch zusätzlich ein GitHub-Repo. Da kann ich jetzt auch mal kurz drauf gehen. Und da habt ihr dann halt einen Installer für Debian und Ubuntu. Ja? Also könnt ihr mal gucken. So, das Ganze ist jetzt schon runtergeladen. Das heißt, ich führe das Ganze jetzt mal aus. Dann drücke ich auf Weiter, stimme den Lizenzbedingungen zu. Und hier kann ich jetzt auswählen, was ich installieren möchte. Ganz kurz, ich persönlich würde empfehlen, die Java Home Variable zusätzlich zu konfigurieren. Das erleichtert euch später den Umgang mit Java etwas, wenn ihr auf dem Terminal arbeiten wollt. Es ist jetzt hier für den Kurs aber nicht notwendig, ja. Aber also es ist auch keine, also man kann es auch später wieder leicht rückgängig machen oder hinzufügen. Ich mache es halt immer mit, ja. Dann geht ihr hier auf Weiter, dann könnt ihr installieren. Das Ganze sollte auch nicht allzu lange dauern. Genau, dann ist es jetzt hier auch schon fertig und wir haben den ersten Schritt schon abgeschlossen. Jetzt gehen wir auf den nächsten Link. Das ist eclipse.org/downloads. Findet ihr auch ganz einfach unter Google, wenn ihr Eclipse Download eingibt oder ähnliches. Dann kommt ihr auf diese Website hier. Ihr könnt dann hier entweder direkt die ID runterladen. Ich denke, das ist der Windows-Link. Wenn nicht, geht ihr hier auf Download Packages. Und dann seht ihr jetzt hier die verschiedenen Eclipse-IDEs. Ja? Wir haben hier ganz oben die Eclipse-IDE für Java. Das ist auch die wir möchten. Wenn ihr jetzt Windows habt, geht ihr hier auf den 64-Bit-Link. Wenn ihr Mac habt, geht ihr hier auf den Link und bei Linux hier. Es gibt jetzt auch noch viele andere IDEs, aber achtet bitte darauf, dass ihr die für Java runterladet. So, dann drücken wir hier auf Download und laden das Ganze herunter. Ich öffne jetzt schon mal den Download-Ordner. Genau, und jetzt habe ich hier auch mein Eclipse. Das ist jetzt allerdings noch eine ZIP-Datei. Die könnt ihr wie gewohnt über WinRAR oder 7-Zip oder auch über Windows entpacken. Das heißt, ich verwende jetzt hier mal 7-Zip und entpacke die ZIP-Datei hier. Falls ihr jetzt keinen 7-Zip oder WinRAR installiert habt, könnt ihr hier auch ganz normal auf Alle extrahieren gehen und wählt hier einen Zielordner aus und könnt dann hier die ZIP-Datei extrahieren. Ja? Ist auch eine Möglichkeit und funktioniert genauso gut. So, ich habe jetzt hier meinen extrahierten Ordner. Ich kopiere den jetzt mal der Übersichtlichkeit halber in meinen Dokumente-Ordner. Einfach damit er jetzt nicht im Download-Ordner liegt und ich ihn später aus Versehen lösche. Und habe jetzt hier meine Eclipse-Installation. So, ich kann jetzt hier Eclipse starten und das machen wir jetzt auch erstmal. Genau, dann ist jetzt Eclipse gestartet. Als allererstes werden wir gefragt, wo wir unseren Workspace anlegen möchten. Ganz kurz zum Workspace. Im Workspace werden die Einstellungen von Eclipse gespeichert und alle Einstellungen für Projekte, die ihr in diesem Workspace drin habt. Ja? Also was man machen kann, ist, man kann verschiedene Workspaces anlegen und dort immer verschiedene Projekte handhaben und dann für jeden Workspace quasi verschiedene Einstellungen haben. Nur ganz kurz. Also wenn ihr dann noch nähere Informationen möchtet, könnt ihr euch natürlich einlesen.
Aber ganz kurz. Also wir möchten jetzt quasi den Platz festlegen, wo Eclipse die Einstellungen speichert für unsere Projekte. Können jetzt hier den ganz normalen Standardpfad lassen. Das ist auch gar kein Problem. Was ich allerdings gerne mache, ich gehe zu meinem Eclipse-Ordner und mache jetzt hier erstmal einen Workspace-Ordner drin. Damit ich quasi alles ein bisschen übersichtlicher habe und wähle den hier als Workspace-Ordner aus. Genau. Dann könnt ihr hier noch den Haken setzen, damit ihr nicht mehr gefragt werdet. Das ist eure Entscheidung, wie ihr möchtet. Wenn ihr den natürlich jedes Mal wechseln wollt oder einen anderen auswählen wollt, könnt ihr das natürlich auch nicht machen. Dann drücken wir hier auf Launch. Und dann startet sich auch Eclipse schon. So. Wir müssen jetzt noch eine wichtige Einstellung vornehmen, ganz am Anfang. Und dafür gehen wir hier auf die Option Preferences. Ja. Und dann müsst ihr hier auf Java gehen und dann auf Installed. Und hier müssen wir jetzt überprüfen, ob wir auch das richtige Java installiert haben. Falls ihr jetzt natürlich vorher schon Java installiert hattet und zum Beispiel eine neuere Version verwendet, dann wäre es sehr wichtig, dass ihr für die Projekte hier im Kurs FOP die Java-Version verwendet, die auf der 0. Übung steht. In unserem Fall ist es jetzt die JDK 8 und die ist jetzt auch hier ausgewählt. Falls ihr jetzt die benötigte JDK hier nicht seht, dann geht ihr auf Add. Und wählt dann bitte den Pfad aus, auf dem ihr die installiert habt und fügt sie hier hinzu, ja? Dann setzt ihr hier vorne den Haken, damit die auch verwendet wird. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also bitte nicht vergessen. Ihr könnt jetzt hier Apply and Close machen und werdet auch schon fertig. Was ich euch jetzt noch gerne zeigen möchte, ist zum einen unter General und dann Appearance. Könnt ihr hier ein Dark Theme aktivieren, falls ihr damit lieber arbeiten möchtet. Und zusätzlich für den Anfang vielleicht ganz wichtig, könnt ihr hier bei Keys könnt ihr euch hier die Tastenbelegung angucken. Es sind sehr viele Tastenbelegungen, aber falls ihr jetzt was Besonderes möchtet, könnt ihr das hier einstellen. Dann können wir hier auf Apply and Close gehen und damit ist die Einstellung auch angewandt. So, damit haben wir jetzt alle die benötigte Software für den Kurs FOP installiert. Falls ihr mit Eclipse jetzt noch nicht so viel anfangen könnt, dann guckt euch gerne die nächste Aufzeichnung an. Da behandle ich die allererste Übung und benutze auch damit Eclipse, zeige, wie ihr Projekte importieren könnt, wie ihr Projekte exportieren müsst, damit sie auch den Abgabekonventionen entsprechen und zeige euch einfach ein bisschen, wie so der Workflow mit Eclipse ist. Ja. Das wäre es dann auch für heute. Ich danke euch und tschüss.